Hallo meine lieben Zuschauer, ganz recht herzlich begrüße ich euch hier aus Südschweden, aus der Mitte vom Nirgendwo. Heute habe ich euch was mitgebracht von Marvel, Black Widow, Black Widows Helicopter Chase. Das hier ist die Box. Das hier die Anleitung. Das Set wird in zwei Bauschritten aufgebaut, wie ihr hier seht. Insgesamt 78 Seiten. Hier hinten noch ein paar Sets, andere Marvel Sets, andere Superhelden. Und was bekommen wir hier? Wir bekommen hier einen coolen Helikopter, der schon fast als Militärhelikopter durchgeht, obwohl ja Lego kein Militärspielzeug herstellt. Aber ja, manchmal gibt es auch Ausnahmen. Und drei coole Minifiguren. Fangen wir dann mal an mit Black Widow. Hier ist Black Widow. Die hat auch ein zweites Gesicht. Eine coole Minifigur. Cooler Print auf den Beinen auch. Und so ein Superheld geht immer. Dann bekommen wir hier noch den Taskmaster, heißt er. Mit dieser, so einer komischen, coolen Waffe. Ja. Sieht so aus. So von hinten. Nehmen wir auch mal die Kapuze weg, damit man da sein Gesicht auch besser sieht, was das für ein Print ist. Das ist noch echt ein cooler Print auf seinem Gesicht, aber sieht man durch die Kapuze, sieht man halt dann nur die Augen. Und dann haben wir hier noch Jelena Belova. Mit zwei riesigen Knarren. So. Und auch ein zweites Gesicht. Sie hat auch sehr coole Bedruckung auf den Beinen. Coole Körperbedruckung. Also man bekommt hier drei coole, schöne Minifiguren. Plus man bekommt ein Motorrad. Ein schönes blaues Motorrad. Kann man immer brauchen. Und der Hauptbild, dieser Helikopter. Und ich muss sagen, der gefällt mir richtig gut. Wie man ja auch sieht, er hat also auf der Seite hier so Raketenlauncher. Also, ja, für mich ist das schon ein Militärhelikopter. Wie ihr seht, man kann in der Mitte das hier rausnehmen. Ist mir jetzt schon rausgefallen, weil ich dran gekommen bin. Kriegt man halt gut weg. Kann natürlich auch hier vorne das wegnehmen, dass man da auch jemanden ins Cockpit reinsetzen kann. Hier hinten kann man die Klappe auch machen. Da ist auch noch so ein kleines Wägelchen, wo man auch noch rumfahren kann. Nicht speziell, also nichts Riesiges, aber ist mit dabei. Macht das wieder rein. So sieht das von innen aus. Also nicht jetzt mega ausgebaut, aber es hat da Platz. Man kriegt da das Motorrad könnte sogar reinpassen. Wenn man das vielleicht noch ein bisschen gescheit hinstellt, kriegt man das Motorrad da, glaube ich, mit rein. Genau. Kann hier jemand ins Cockpit setzen. Natürlich ohne Waffen, sonst kann sie ja nicht steuern.
Und dann kann es losgehen. Das wieder draufsetzen. Ach ja, so, die drehen auch relativ gut, wie man hier so sieht. Wenn man dann genügend wenn man das auch richtig festdrückt. Und hier dreht, dann geht das relativ gut. Ja. Eben hier hat es noch Start-Shooter auf der Seite, auf beiden Seiten, die kann man abfeuern. Ich mache jetzt das nur mit einem, sonst muss ich nur diese Stück klein wieder einsammeln. Ja, so sieht der Helikopter von unten aus. Also, der gefällt mir eben richtig gut. Ich finde, das ist ein recht gutes Set. Eben, man bekommt drei Minifiguren, bekommt ein Motorrad, bekommt einen super Helikopter. Also ich finde den wirklich, der ist sehr gelungen, farblich, halt sehr schön in Schwarz gehalten. Ja, was will man mehr? Also, ja. Wie findet ihr das Set? Gefällt euch das auch? Habt ihr das auch gekauft? Wie gefällt euch Black Widow, der Film? Habt ihr den auch gesehen? Ja. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Wenn euch eben das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Gerne auch ein Abo, wenn ihr Lust habt. Und auch gerne einen Kommentar, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Oder irgendwelche Anregungen. Oder eben, wie euch das Set auch gefallen hat. Wenn ihr euch da gerne auch eure Meinung dazu wissen. Ja, und in dem Sinn wünsche ich euch viel Spaß mit Marvel, mit Black Widow und Lego und bis bald.